Hallo, meine Naftis. Nein, sonst, das sollte ich eigentlich nicht mehr sagen, weil sonst nervt der Flo schon wieder und sagt, ich hab's von mir geklaut. Und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Titanfall 2. Wir haben ja davor, ups, falsche Taste, alles aufgerieben. Aber jetzt ist es anscheinend unsere Sie Aufgabe. müssen aufpassen, Pilot. Das kannst du laut sagen. Sie müssen aufpassen, Pilot. Okay, hier hoch. Darüber. Sich in Kürze kreuzen. Vermisst du mich schon? Mit Verlaub, warum sollte ich Sie vermissen, Pilot Cooper? Vergiss es. Ich finde, BT haben die echt cool gemacht. Vor allem, du kannst entscheiden, ob du irgendwelche eine, ob du eine logische Frage stellst oder nicht. Lange nicht gesehen, BT. Im Gegenteil. Dank Ihres Helms konnte ich Ihren Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Sie haben gut gekämpft. Die Steuerung des Schlammstroms ist in der nächsten Kammer. Ich markiere sie auf Ihrem HUD. Ich mag diese Roboter. Vor allem, die haben so ein Smiley auf ihrer Brust. Das sieht man jetzt nicht. Seht ihr es? Ah, es gibt eine spätere Szene. Die kann, da sieht man das besser. Hallo. Und bekommt ihr auch so die Bad Vibes hier gerade? Gute Nacht. Okay, ihr Pfeifen, das Maß ist voll. Ich komme jetzt runter. Digga. Das kostet hier alles Munition. Oh, helf, helf. Er ist verwundet. Ich und verwundet? Niemals. Ah ja, ich sollte was anschalten. Wir müssen die Schlammströme deaktivieren, um uns neu zu formieren. Ich habe die Steuerung auf ihrem Hand markiert. Überbrücke Pumpenfiltersystem. Blutabschaltung initialisiert. Oh, und jetzt wird es eklig. Nein, keine Ticks. Ich hasse Ticks. Bäh. Die Schlammfälle enthalten in hoher Konzentration Schwermetalle, die meine Zielerfassungssysteme stören. Auch ich muss die ganze Arbeit machen. Fürs Erste, ja. Meine Taktik mit den Ticks ist einen von den Ticks angreifen, sodass sie sich gegenseitig in die Luft jagen. Pumpenabschaltfrequenz 40%. Bitch. Boah, lass das doch mit den Kack-Ticks. Jetzt muss ich auf Zeit überleben. Fuck, 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 fuck.
Go. Tick hinter mir, Tick hinter mir, Tick hinter mir. Ich höre ihn. Ah. Oh, ich kann die Ticks überhaupt nicht leiden. Habe ich das schon mal gesagt? Warum setzen sie Ticks neben ihre eigenen Truppen ab? Das ist eine Entscheidung, die ich selber habe, Zweifel. Komm schon. 50% haben wir geschafft. 50% haben wir hinter uns. Pumpenabschaltsequenz 80%. Och, Kacke. Ich muss den ganzen Scheiß von vorne machen. Ich starte irgendwo in der Mitte. Pumpenabschaltsequenz 80%. 80%. Boah, verpisst euch. Hallo. Haben Sie keinen Respekt vor meiner Aufnahme? Ich dachte, wir hätten das abgesprochen, Jungs. Oh, ja, Kacke. Wie gesagt, wenn ich reinrushe. Sichtkontakt wiederhergestellt. Leiste Unterstützungsfeuer. Unmittelbare Gefahr. Die sagen hier, wir haben einen Titan der Vanguard-Klasse. Gott, ich glaube, das ist der einzige Titan der Vanguard-Klasse hier drin. Wahrscheinlich auch der einzige Titan hier überhaupt. Das war ein schwieriges Gefecht, Pilot. Sie haben sich gut geschlagen. Ich habe alles für Ihre Akte notiert. Ausgang auf dieser Seite identifiziert. Hier entlang. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Ah, oh, Schlamm. Ey, das sieht echt ungesund aus. Vor allem, das ist so ein riesiger Compound, ne? Also, wie viel Giftmüll hier zusammenkommt. Ist schon irre. Also dann. Oh. Du warst nicht zu Kanes Party eingeladen. Deshalb bist du jetzt tot. Sieh an, noch so ein mächtiger Held mit einem SRS-Titan der Vanguard-Klasse. Ja, du gefällst mir. Kommst mit dem Messer zu der Messerstecher. Die Party kann losgehen, Grünschnabel. Pilot, melden Sie Termintrecken. Sie verursachen schweren Schaden. Warnsystem bereit.
Der Typ hatte einen Schaden. Gute Arbeit, Pilot. Kanes Helm vom Gerät ist noch intakt, Pilot. Wir sollten es bergen. Die Entschlüsselung der feindlichen Kommunikation hat in der Militärgeschichte eine lange Tradition. Das kommt uns zugute. Um zu überleben, müssen wir in Bewegung bleiben. Kann er nicht einschätzen. Ich glaube, ich hänge noch mal 10 Minuten dran. Major Anderson hat diesen Weg genommen. Das könnte eine Abkürzung zum Treffpunkt sein. Wir sollten weiter. Steuerung geht an Piloten. Verdammt. Aufpassen. 38 habe ich. 30? Nein. Okay. Ich habe jetzt gerade kurz echt den Überblick verloren. Was ist das hier? Dateizugriff. Unbekannt. Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Ash, hier Blisk. Komm, over. Hier ist Ash. Was gibt es? Kane antwortet nicht. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Er kommt vermutlich in deine Richtung. Töte ihn. Verstanden. Ash out. Blisk. Er ist ein gesuchter Verbrecher in Diensten der IMC. Blisk war für den Tod meines letzten Piloten Captain Lestimosa verantwortlich. Oh, hier werden diese Dinger gelagert. Die Dinger mag ich überhaupt nicht. Noch? Tapfer. Attackiere feindliche Infanterie. Ist ja in solchen Situationen, habe ich so ein bisschen Mitleid mit dem Typen. Pilotenmodus aktiv. Naja, hier lang. Kurz mal nachladen. Wie die da explodieren. Süß. Ich glaube, wenn man gegen den Titan kämpft, hinterfragt man seine Berufswahl, oder? Zumindest fängt man an, seinen Beruf zu hinterfragen. Es ist das etwas, wovon ich ausgehe.
Feinden der Vanguard-Klasse gesichtet. Greife an! Ich frage mich immer, was für Befehlsstrukturen die haben. Das ist ja theoretisch eine Firma. Zu Hause geblieben, Pilot. Von hinten oder was? Komisch. Masse. Stalker. Vor allem das nimmt gegen Ende Überhand mit den Stalkern. Nicht schlecht, Pilot. Ich denke, so ein Titan ist vergleichbar mit einem Panzer. Mit dem Tone kann man sich so schön verschanzen. Datensystem bereit. Fähigkeiten werden immer besser. Danke sehr, BT. Und ich glaube, an diesem Punkt muss ich die Folge beenden. Denn ich glaube, ich habe sogar die Zeit überschritten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich habe sie überschritten. Und ich sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Titanfall 2.